Hallo mein Lieben und herzlich willkommen, hier ist mal wieder euer Heinz. Ja, und euer Heinz war mal wieder hier auf dem Flohmarkt. Neuer Monat, neues Glück. Nicht, und da habe ich mal meine monatliche Flohmarkt-Tour gemacht. Was heißt, ist ja noch gar nicht fertig, aber wieder bloß ein paar Sachen habe ich wieder bloß gekriegt. Zwar nicht viel heute, aber man kann ja mal gucken, nicht? Wir gucken mal, ich hol mal hier. Die paar Sachen hole ich mal her. Oh Gott, nehme ich schon wieder das Ordi, weil ich mache Schleichwerbung hier. Ich habe hier bloß so einen kleinen Beutel voll wieder, nicht? doppelt gebeutelt habe ich hier heute. Du. Ja, meine Lieben, den stellen wir mal ein bisschen so wieder zur Seite, ne? Oh Gott, der kippt ja um. Halt mal fest hier. Bärlis können wir festhalten. So, da fangen wir an mit einem ganz großen Schnäppchen. Mit einem ganz großen Schnäppchen hier, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs als PC-Spiel. Warum Schnäppchen? Hier fehlt blöderweise die Seriennummer, kann man nie lesen. Oder vielleicht ganz schwer. Also die ist fast weg. Schalt's trotzdem mal zu, nicht, dass das immer so. Aber, ja. Dummerweise, aber da habe ich das Geschenk gekriegt, als ich die gute Frau darauf hingewiesen habe. CD1, CD2, was ist das noch? Online-Dokumentation, du Menschenskinder. CD3 sozusagen, die liegt lose drin. Habe ich also Herr der Ringe als PC-Spiel Geschenk gekriegt. Ja, das war nicht der Einstieg, das ist aber so zwischendrin. Für hier der Einstieg, du, das ist doch mega super, ist das doch. Ja, da, wenn wir immer dabei sind, hier haben wir immer den Haufen, das rutscht eh alles runter hier. Das rutscht alles runter. Da fangen wir mal an. Ich habe geholt für die PS2 Midnight Club 3. Was, die DUB Edition, du, Remix. Für die PS2 auch online spielbar. Ja, wie gesagt, ich bin ja mehr so Autorennen-Fan und da muss man mal gucken, was man da so kriegt und wie das so ist. Und ja, alles da, schön mit Beilageheftel. Die kommen, jetzt muss ich mal überlegen. Bim. Wo hab ich denn die, bei wem hatte ich denn die geholt? Ist das jetzt, so kommt man immer durcheinander. So kommt man immer durcheinander. Ne, die hat ich einzeln. Ja. Da hatte ich sich noch, hab ich noch gedacht, die hat sich doch verzählt, oder? Oder hab ich mich verzählt? Seht ihr, kann doch mal sehen. 1,50 €, das waren die, jetzt fällt es mir wieder ein. Für 1,50 €. PS2, kann man nicht viel falsch machen. Ich habe mir ja eine ohne PS3-Nummer bestellt bei eBay. Mal gucken, die auch abwärtskompatibel ist. Da gibt es ja welche zur PS2. Das war die erste Generation. Mal gucken, ob das wirklich so ist. So, dann haben wir, weil wir heute Herr der Ringe Tag ist, die PS2, Herr der Ringe, die zwei Türme. Ob die was wert ist, keine Ahnung. Vielleicht blende ich die Preise dann immer mit ein. Mal gucken, ob ich das mache, wie es vielleicht bei eBay auch schön alles mit Beilageheften. Zwei Stück sogar. Ne, noch mehr. Oh gut. Fanartikel, du Herr der Ringe, die zwei Türme. Bist du hier noch? Oh Gott, die Fanartikel hat man hier noch drin. Hier. und hinten drauf, Herr der Ringe, Fanartikel, du meine Güte, da können wir aber wieder. Und was haben wir hier noch? EA Winter 2002, du Mensch, gehe zu B-Register. Ach, da sollen wir die letzten 5 Zoll der Seriennummer. Cheats, not sowas, du. Mensch, du, hier noch die Werbeheftel, die Vorschau 2002, ein bisschen kleinen Knitsch, aber schaut, dass immer die Speicherkarten nicht mit drin sind mehr. Der Platz ist ja noch da, nicht? Ja, Herr der Ringe und Herr der Ringe. Da habe ich mir geholt, The Getaway. Das sagt mir gar nicht, sieht aus wie Gangsterspiel. Ich rufe dich an, du erledigst einen Job für mich. Wir werden jetzt ein kleines Spielchen spielen. Tust du nicht, was ich sage, siehst du den Jungen nie wieder. Aha. Ist eher als mit der Pate hier, so ein Mafia-Spiel wahrscheinlich. Auch für die PS2. Das klang ganz interessant auch alles. Deswegen habe ich es einfach mal mitgenommen. Oh, hier. Was frisst die Straße? Aha. Ach, WRC2 gibt es für die PlayStation. Da muss ich mal gucken, ob ich das Schmackerl mal kriege hier. Auch mit. Oh, was ist denn hier noch? Ein Poster drin. Mensch, du. Ein Poster. Komplett.
Für den Euro 50. Stadtplan von London, du. Au, oh, wir sind eine Londoner Gang, du. Mensch, du. Und hier sind sie drauf. Mann. Dass das noch so drin war, ist das so genau, hatte ich gar nicht geguckt. Ich habe nur geguckt, dass die CD keine Kratzer hat. Und wirklich alles noch super Zustand. Bisschen sauber machen. Beilagehäftel. Oh, wie man bedienen muss, du. Wie man bedienen muss. Und die PS2. Oh, schauen wir mal. So, dann hab ich gekriegt, die Sims brechen aus. Auch für die PS. Da konnte ich die machen. Pack deine Koffer. Da konnte ich nie widerstehen. Die musste ich mitnehmen. Hier auch schöner alles drin. Mit Heftel. Sieht auch noch gut aus, die CD. Die Sims brechen aus, du. Das ist ja. Spiel im Überblick, auch nochmal mit, oh Gott, EA Inhalt, du Mensch, du Batman Begins, du Harry Potter und der Feuerkelch. Ach, ja. Ja, gut, die Hülle ist ein bisschen, naja, ein bisschen, was will ich denn verlangen von Euro 50, Menschenskind. So, dann habe ich hier noch PlayStation 2 Music Maker, Musik- und Videokreation. More than a game. Und Chartproduzenten getestet. Das habe ich so noch nie. Magic Music Maker. Kann man wahrscheinlich mischen. Music Maker ist Kreativität pur. Kreativität pur, also dass man das nicht, naja, gut. Per Drag and Drop, was kombinierst du die angesorgten Soundloops aus allen Styles mit Effekten und Videosequenzen? Ein eigenes Video mischst du aus Animationen? Aha. Über 3000, na sowas. Habe ich mir gedacht, nehme ich mal mit. Keine Ahnung, stach mir so ins Auge. PlayStation 2 Music Maker. Auch noch schön mit Heftel, alles in Ordnung, CD und auch ein Geld 50. Denke, kann man nicht viel verkehrt machen, so meine Meinung. Ja, meine Lieben, weiter geht's mit der Wundertüte. Die Collectors Box Bud Spencer, herrlich, die konnte ich nie, da habe ich allerdings, war die etwas teuer. Da hab ich 15 Euro geblecht. So sieht sie aus. 15 Euro habe ich noch geblecht. Die DVDs sind alle im Top-Zustand. Müssen bloß ein bisschen geputzt werden. Was haben wir hier? Der Bomber. Der Große mit seinen außerirdischen Kleinen. Bad der Ganovenstreck. Der Dicke und das Warzenschwein. Sie verkaufen den Tod. Banana Joe. Der Dicke in Mexiko. Auch Engel essen Bohnen. Fand ich herrlich und ist noch in gutem Zustand. Ist hier ein bisschen angestoßen, hier ist ein bisschen geknietscht, aber ansonsten war die eben. Und da konnte ich einfach nicht Nein sagen als Bud Spencer-Fan. Ja, weil wir bei Boxen hier haben wir wieder, also geht gleich mal weiter hier. Mir hab's, oh Gott, wie rum habe ich denn das gestapelt? Ja, jetzt muss ich selber mal gucken hier. Oh Gott, das hört ja gar nicht auf. Ja, das war dann das nächste Schnapperl bei einem Händler. True Blood, die komplette dritte und zweite Staffel, je 3 Euro. Als DVD. Ja. Dann hab ich gekriegt House of Cards, die zweite Staffel, jetzt hab ich schon Menschen 1, 2 und 3 im Babschuber. Na gut, ist ein bisschen, aber die DVD ist einwandfrei, alle. Weil die Serie ist einfach genial, ja, weil genauso funktioniert es, nur die meisten wollen es wie immer nicht wahrhaben, dass es so ist. So, dann habe ich Lost, da hatte ich ja schon mal die Staffel 1, habe ich die sechste jetzt erstmal gekriegt als DVD und noch relativ gut. Weil Blu-ray, das ist ja nicht, da musst du dann irgendwie einen Blu-ray-Player holen oder dir dann eine PS3 noch hinstellen und weiß ich nicht, habe ich jetzt. Erstmal nie gemacht. Dann wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Die in Paradise als DVD. Gut, die sind alle ein bisschen schmutzig. Die muss man alles sauber machen. Und hier ist noch ein Haufen Krempel drin. Hier. Ach, wahrscheinlich hier die Zeitungsausschnitte. Wahrscheinlich, wann sie was, wie, wo, wer geguckt hat hier. Und na gut, das fliegt raus, aber. Na Gott, was ist denn das denn noch? Die in Paradise, ja, angekreuzt. ZDF Neo, du.
Also ich finde die Krimiserie, finde ich wirklich ganz gut. Das ist einfach ruhig, mal nicht so Action überladen. Oh Gott, was ist denn das alles? Nur so Krempel. Nicht so Action überladen, Kriminalfälle zum Schmunzeln, ohne ganz so tot ernst. Also es ist so, ja, wie soll man das ausdrücken? Es ist, ich finde die Serie einfach herrlich. Mal was, was man auch noch mal gucken kann heutzutage, nicht? Das ist ja auch nicht immer so, Mensch. Nordic Crime, du, was haben wir hier noch? Verdikt? Nordlichtmörder. Aha. Da wieder ein bisschen Werbung drin. So sieht's ihn außerdem schon Knempel rausgenommen. Ja, Staffel 1. Der Engländer mit Anzug, nicht? In so einem Südseeparadies hier. Ich weiß gar nicht, wie die Insel hieß. Hab ich verschreckt vergessen. steht's gleich hier. Sonne satt. Also, Saint-Marie, ja, Saint-Marie. Und da muss der Engländer, die steht noch unter britischer Herrschaft sozusagen, unter britischer Verwaltung. Und da kommt ein Kommissar aus London und schön in der Hitze rennt der natürlich geschniegelt und gebügelt und löst dort Kriminalfälle. Dann habe ich bekommen, meine Lieben, Raum. Komplett, fast. Leider. Ist zwar das Beilageheftel dabei, aber es fehlt die erste DVD. Das ist schade mit der Folge 1, 2, 3. Das ist wirklich schade. Die hat er mir aber geschenkt, weil das ist ja unverkäuflich so. Ob man irgendwo, ja. Wer hatte DVD 1 schon mal übrig, nicht? Das ist also ganz schlecht. Aber für geschenkt habe ich sie jetzt mitgenommen, weil die Box ist einfach gigantisch auch. Aber eben, wer weiß, vielleicht krieg ich mal Rom als Staffel einzeln, dass man die dann ergänzen kann, dass man das dann in dem Schuber hat hier. Oh, da hab ich ein bisschen, das war die Stach mir und dann hab ich das gesehen und dann hab ich gesagt, meine Güte, jetzt hab ich das Heftel vergessen. Das ist eigentlich so geil, aber. Ach, da hättest du bestimmt, hätte ich es dann natürlich nicht kostenlos gekriegt und hätte da vielleicht ordentlich was legen können. Ich müsste ja mal gucken, was sowas eigentlich kostet, wenn man es komplett hat. Aber so zum Hinstellen, die Serie aber auch nicht schlecht. Rom, ab 18, also da ist bis noch eine ab 18 drin, aber... Tja, aber ich habe gesagt, für Geschenk nehme ich sie. Wer weiß, wo das Schicksal einmal bringt und dann kriegt man vielleicht mal... Ja, die eine Staffel oder so, wo die erste drin ist, wo man das ergänzen kann dann dafür und dann die andere, wo man sagt, ah, wer weiß, wollen wir mal. So, dann war ich bei einem anderen Stand. Achso, ne, ja, das habe ich hier, das, warte mal, ich habe da vorhin sehr die Einzelnen, die habe ich hier da nie geholt. Hier habe ich noch ein Spiel voll. Oh, Rennspiel ist das für Windows. 75 Fahrzeuge, 14.000 Quadratkilometer Fläche, 70 Karriererennen, 190 Herausforderer, grenzenlose Online-Welt. Gut, das wird schon wahrscheinlich erledigt haben. Von, oh Gott, 2008 ist das Spiel allerdings schon. Windows Live, du. Ein Rennspiel, was brauchen wir da? Mimi Multiplayer, Systemvoraussetzung, Windows Vista, aha. Und die Spiele kann man ja immer einen Xbox-Controller nehmen. Man kann einen normal nehmen. Und da habe ich mir gedacht, ist auch noch alles drin. Ja, wunderbar. Sehr schön. CD, ganz. Autorennen, wieder eins. Wieder mal was anderes wie von Codemasters. Wieder mal was anderes wie immer nur Need for Speed. Aber wollen wir mal gucken, habe ich mir gedacht. Nimmst du mit. Hab's 3 Euro hab ich dafür bezahlt. 3 Euro, aber top Zustand. Kann man nicht gackern, haben wir da nie. So, dann habe ich, geht ja ein bisschen weiter, ne? Dann war ich noch an einem anderen Stand plündern. Ich habe heute, also heute gilt's keine Ahnung. Ja, da habe ich geholt für die PS2, Mission Impossible. Da steht was, Sonderpreis, 43, na, vielleicht D-Mark. Keine Ahnung. Habe ich mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was sie mir berechnet hatte. Für hier, bim, 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 bim. Ach hier, das gehört ja noch dazu.
dürfen nicht so entzünden. Das macht dann das Schnee. Ja, müsst jetzt rechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 20 durch 7. 3 Euro so rund pro. Pro 3 Euro. Also fangen wir an mit Star Wars. Fangen wir mal von vorne an. Star Wars, die ersten drei Teile. 1, 2, 3. Original im Pappschuber. In der Sammelbox noch, teils mit Folie drum, du, dass sie nicht so eindreckt. Habe ich mir gedacht. Wir holen sie mal raus, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Kann man nichts falsch machen? Ja. Kann man nichts falsch machen. Wo ist da was? Wo ist sogar noch drinnen die Disc? Ich hab bei der gar nicht reingeguckt. Ich hab einfach mal blind vertraut. Top Zustand, wirklich. Ich hab einfach mal blind vertraut. Ja. Sozusagen die einfache Variante ohne Großbeilagen, aber. Natürlich nicht als Blu-ray. Was ist denn das eigentlich? Kauf-DVD, kein Verleihrecht. Ach so, ja, das ist ja immer. Ja. Ja. Konnte ich nicht drumrum. Ich mag ja so, wie heißt heute Science Fiction, nicht? Sci-Fi, oh Gott, haben gar keinen Platz mehr hier. Lauter sich ein schönen Schnapper, hier dann gar keinen Platz, du. So, dann hab ich gekriegt Basic Instinct, auch in der hier Box. Der Film ist auch super. DVD. Die Extras, Hauptfilm und was haben wir hier noch? Ja? Der Sound. Ah, die Musik geht dazu. Der Film, Extras und Musik. Mit Michael Douglas und Sharon Stone konnte ich einfach nie widerstehen und ist so wirklich 1A noch. Also nix kaputt. Nö. Naja, gut, hier unten ist er ein bisschen, aber es ist halt Pappboxen, das ist eben. Ja. Wollte ich haben und hab sie gekriegt. Was heißt, wollte ich nie haben, lief mir einfach weg. Dann habe ich bekommen Dune, der Wüstenplanet. Auch als Box. Was restaurierte anamorphe Kinofassung, du. Sprachen Specials. 2 DVDs hat Kinofassung. In 6.1 Ton plus Zusatz-DVD. Hier noch mit Papier, damit man es rauskriegt. Dune Film. Hier ist noch die Beilage, auch Top-Zustand, wirklich. Und für 3 Euro und die Bonus-CD ist hier noch drin. Ich weiß gar nicht, ob das hier angeklebt sein müsste. Das hier so. Deswegen haben die den Zettel hier hingemacht. Ah, das muss hier wieder reingeleimt werden. Deswegen ist der Zettel dran. Oh Gott. Jetzt habe ich es verstanden. Oder müsste man das selber machen? Früher habe ich zwar noch nicht ganz, aber. So, legen wir mal weg, bevor wir hier wieder was. Weil hier sind ja noch die Klebestellen da. Hält wahrscheinlich nicht mehr so richtig, hält es wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Naja, geht noch, sonst müssen wir mit Lexleim. So müsste das dann aussehen, du. Mit Beilageheftel. Warum geht's jetzt nicht zu? Ist ja merkwürdig. Sehr merkwürdig. Eigentlich müsste es ja so drin sein und jetzt geht die Schachtel nicht zu. Obwohl es hier vorbeigeht und hier auch. Und hier auch. Ach doch, jetzt. Bleibt die stehen? Natürlich, die lehnen wir sich ein bisschen an. So. So, dann habe ich bekommen für die PS3.
DJ Hero 1 und DJ Hero 2. Ob das was Gescheites ist, keine Ahnung. Stach mir ins Auge, pro Stück 3 Euro. Start the Party, du. Kammer Party Mix, keine Ahnung. Nummer ist auch noch da. Ach, hier brauchst du eine Seriennummer. Ach so, wieder. Alles im guten Zustand. Hab ich mir gedacht, nimm mal mit. Guckst du mal nach, was das ist. Kannte ich so noch nie. Hier auch mit Heftel. Super Zustand. Mitgenommen. Nicht für Wiederverkauf. Aha. Nicht für Wiederverkauf. Na sowas. War bestimmt mal eine Vermietversion oder so. Ja. Musste ich einfach mal, konnte ich jetzt so nichts anfangen damit, ob man hier Disco mixen kann oder nie. So, dann habe ich auch eben weiß geholt, die Farbe lila. Steve Spielberg mit der Whoopi Goldberg ist einfach ein schöner Film. Zeigt immer ein bisschen die Stände auf. Ob es nun wieder der Wahrheit so richtig entspricht, das weiß ich auch nicht. Haben wir hier einen Pappschuber. Sieht alles wunderschön aus. Ja, weil mir der Film einfach auch gefällt. Und das hier in der Papp-Edition gab, sozusagen. In der ordinären dachte ich mir, nimmst du es einfach mal mit. Wie gesagt, ich kaufe erstmal so Dinge, wo ich denke, ja. Wenn man natürlich vielleicht mal was findet, wo man sich immer ein bisschen wieder refinanzieren kann. Warum geht das jetzt nicht rein? Ist das natürlich auch nicht schlecht, ne? Jetzt. Dann ist das natürlich auch nicht schlecht. Wenn man mal wieder was kriegt, wo man sagt, hey. So, und dann hat schon noch hier, ach so, das hatten wir ja vorhin schon angefangen. Missing Impossible Operation suchen wir für die PS2. Wie gesagt, keine Ahnung, bestimmt hier so Action-Heldspiel mit Dings. Ein bisschen Beilageheft war aber noch dabei. Alles top. Den Preisschild, das kriegen wir wohl hier vorne ab. Ein bisschen sauber machen müssen wir sie wie immer. Einfach mitgenommen. So, bei der Frau habe ich dann noch was. Jetzt kommt noch was Schönes. Das hat sie dann hochgeholt. Star Trek Deep Space Nine. Die ganze Serie. In einer schönen Box. Da kam der Nerd in mir durch. Da hatte ich feuchte Augen. Meine Lieben, da konnte ich einfach nicht widerstehen. Mein besten Willen. Oh, ach, die müssen wir. Oh Gott, was ist denn das? Ach, die sind alle so. Ah, die kleben ein bisschen zusammen, du. Ich habe gar nicht reingeguckt. Ich hoffe, die sind alle drin. Habe ich gefragt, ob sie dann wirklich auf Deutsch ist, nicht, dass es bloß auf Englisch ist, weil ich hatte die Lesebrille nicht auf. Weil hier eben bloß Englisch draufsteht. Aber sehr guter Zustand. Also kann man nicht meckern. Für 10 Euro. Für 10 Euro habe ich die gekriegt. Mal gucken. Dolby Digital. Englisch-Deutsch. Englisch-Deutsch, hier steht's. Das wäre ja sonst ein bisschen schlecht gewesen. Obwohl die Hüllen eben alles in Englisch sind. Ist aber die deutsche Tonspur drauf. Die deutsche Tonspur drauf. Also sehr schön. Als Science-Fiction-Fan nicht da. musste ich die einfach haben. Ging nicht anders. Ging nicht anders. Staffel 5. Auch alle da. Wunderschön. Wunderschön. Oh, ist ja verdruckt, du. Du hast die 5 unten. Du. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, herrlich. Herrlich. Kann man gleich mal wieder gucken. Kann man dort gleich mal wieder gucken, sowas. Ein Traum. Season 3, du. Ein Traum, ein Traum. Für 10 Euro, das ist. Ich weiß gar nicht, müssen wir mal gucken, was die eigentlich kosten. Die ist ja wirklich im neuwertigen Zustand. Da ist ja wirklich nichts dran an der. Wenn ich sie jetzt nicht kaputt mache. Also, das ist.
Oh, hier ist noch Beilageheftel auch noch drin. Mensch, du, was es da noch so gibt. Originalseries. Star Trek Next Generation, Star Trek Voyager und Star Trek Enterprise ist ja eigentlich schon die bekannteste. Ne, die Originalserie Star Trek. Wir haben Deep Space Nine. Herrlich. Herrlich, herrlich. Da haben wir wirklich. Jetzt hab ich gesagt, nee, geht. Ohne sie zu knicken. Ohne sie zu zerknicken. Hä? Wenn das nicht ist, dann weiß ich nicht. Dann keine Ahnung. Sieht man die noch hier hinten? Müssen wir mal die Wuppi ein bisschen hinternehmen, weil das ist jetzt hier. Traum. Könnt ihr ja mal reinschreiben. So, meine Lieben, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Ein paar Schallplatten hab ich noch gekriegt. Wieder mal ein paar Singles rausgesucht, du. Wieder ein paar DDR-Singles gefunden. Der Aurora La Casa, du. Der Sonntag kam und was ist hier drauf? Nimm den Zug, der Sehnsucht heißt. Bei meinem Stammhändler. Mm. Die Regina Tost, du liebst ein Zuhause. Und wirklich, die sind alle im sehr guten Zustand. Ich glaube eben, dass ich die noch nie hatte. Dann habe ich schon mal hier eine Westplatte. Ne? Talk Talk, such a shame. Nicht 80er Jahre. 80er Jahre. Konnte ich nie widerstehen, musste ich mal eine West-Single holen. Genauso Alpha Will, Big in Japan. Tonight. Ja, ich weiß, mein Gesang ist nicht so toll, aber Fire Music. Müssen wir natürlich putzen. Peter Schilling, Major Tom, nicht völlig losgelöst. Leider ein bisschen durchstoßen unten, aber die hab ich ja fast umsonst gekriegt, hab ich dir. Da kann man das mal schon mal machen, weil, wie gesagt, mit die Westszene, man wird ja dann nicht fertig, da gibt es ja so viele. Ja, dann habe ich hier Chris Dürk, lieb mich so, wie dein Herz es mag. Die hab ich zwar schon, aber nicht mit der Originalhülle gehabt. Und da habe ich mir jetzt aber, weil die schöne Hülle noch da gut ist, auch ein bisschen durchstoßen, aber es ist eben bei dem dünnen Papier nicht. Bei 1967, du. Dann habe ich wieder eine Märchenplatte gefunden. Ach, die gehörte meiner gewissen Simone, steht drauf. Schneewittchen, Märchen der Gebrüder Grimm. Muss ich hier zwar mal alles wieder reparieren, hier, die Hülle. Aber die Platte sieht soweit ganz gut aus. Ja, ist ja, wie gesagt, bei den Kinderplatten immer so ein Problem. Gut, die hatte ein paar Kratzer hier. Oh ja, hier. Hm. Aber Schatze eben noch nie. Zur Sammlungsvervollständigung. Und dann habe ich gekriegt, Geigo Mythisch, lösch das Feuer, du Stein und Staub. Der DDR-Berufsindianer war das ja. Der DDR-Berufsindianer, lösch das Feuer. Und die gibt's auch nicht allzu oft. Ja, also die gibt's. Unterstoßen leider, aber die gibt es im Uni allzu oft. Von 1977 und fehlt mir halt in der Sammlung und da nützt das ja nichts. Also habe ich sie mitgenommen. So, und dann haben wir noch ein bisschen was bei meinem Stammhändler, war ich ja da noch ein bisschen was und habe da wieder, da war ich gleich zu Anfang wieder und noch ein paar LPs gekauft. Hier habe ich Paul Simon, Still Crazy After All These Years. Oh Gott, die Hülle ist ja ein bisschen. Bisschen kaputt. Da wollte er haben. 25, hat er gesagt, 10 ist er runtergegangen. 10 Euro runtergegangen. Oh, mit noch Original drin, du. Original. Das ist sehr schön. Das ist immer sehr schön, ja auch. Und die sieht auch wunderbar aus. CBS, Paul Simon, muss man eben schauen. Simon und Garfunkel für die Jüngeren, die vielleicht damit nichts anfangen können. Für mich schöne Musik. Für mich schöne Musik. Aber müssen wir immer ein bisschen sauber machen. Ja. Der sagt immer, ich hätte immer ein Händchen, immer das rauszupicken, was so nie hat. ja. Ist, wie gesagt, ich gucke immer so durch und dann habe ich so ein Gefühl und dann bumm. Also kann ich das nicht beschreiben, wie ich dann immer zu den schönen Sachen komme. So nicht. Man geht ja eigentlich, weil wenn man was Bestimmtes sucht, findet man es meist sowieso nie. Habe ich schon mal festgestellt. So, dann habe ich das nächste. Ein wunderschönes Album. Mystery to Me von Fleetwood Mac.
Doppelvinyl hat er mir gelassen, auch für 15 Euro. Originalpressung natürlich, original, total original. So sieht's aus. Herrlich, ist er wirklich noch in, naja, gut, ist ein bisschen abgegriffen, was will man verlangen, von wann ist denn das eigentlich, steht's drauf. Müsste ich jetzt schwindeln? Nee, hier steht's jetzt nicht gleich. Steht's hier drinnen? Da steht nur Warner Brothers. Warner Brothers. Nee, hier steht okay, da müsste ich mal gucken, weil ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Oh, die Innenhülle ist natürlich ein bisschen flip-flip. Da kommt eine antistatisch. Oh, hier ist er noch mit, oh Gott, mit Textheft. Na, das ist ja geil. Das hab ich doch gar nicht gesehen. Mit Text, nee, ist kein Heftel, es ist bloß ein Blättel, aber immerhin. Mit Textheft. Gut, die Innenhülle ist natürlich hier angefressen, zerlumpert. Ob ich es aufhebe, weiß ich nie. Weil, wie gesagt, ich will ja immer, die Platte sieht aber noch sehr gut aus. Also die sieht wirklich sehr gut aus. Ist kein Doppelalbum, sondern bloß eine Klapphülle. Muss ich mich ja mal verbessern. Nur mit Klapphülle. Mit Klapphülle. Herrlich, herrlich. Wieder ein schönes Album, ja. Ja, das ist immer. Man denkt immer, man hat so von manchen so Alben und dann kommt man immer wieder hin und sieht. Oh. Nee, doch nie. Sehr schön. So, weiter geht's. Ach so, nee, das habe ich noch zwischendrin. Komm hier nochmal was. Hab ich zwei Klassikplatten wieder pro Stück ein Euro. Die große Oper, das Rheingold, Richard Wagner. Und, was haben wir hier? Schubert, Sinfonie Nummer 3 und Nummer 4, du, mit der Staatskapelle Dresden. Und Klassik für einen Euro kann man nichts falsch machen. Und wie gesagt, ich höre es ja immer gern, ab und zu. Ja, auch nicht jeden Tag, aber hast du mal so Phasen, da höre ich nur sowas. Und dann nehme ich die einfach mit, wenn ich sie noch nicht habe. Nicht? Und es ist ja auch zeitlos, Klassik. Es ist einfach wirklich, das ist völlig zeitlos. So, dann habe ich bekommen hier F.R. David Words. Words don't come easy to me. Herrlich. Die hat er mir. Was stand denn drauf? 15 Zehner hat er mir her. Hier hat er mir einen Zehner. Zehner gegeben. F.R. David. Ein Traum. Ein Traum. Platte 1a. Die Böse mal nochmal reinigen, antistatisch machen. Weil er macht's nicht, er hat gesagt, er hat ja schon Kunden gehabt, die haben rumgemäkelt. Ja, die wollten diese dreckig haben und dann wahrscheinlich selber machen oder keine Ahnung. Also 80er Jahre nicht, was will man mehr? So. Und dann hab ich hier noch ein Schnapperl. Dann ist wirklich die Tasche ist dann leer. Nochmal Paul Simon, du. Negotiations and Love Songs. Hatte ich so nämlich auch noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Da ist aber viel drin. Ach, das ist ein Doppelalbum. Ach, hier sind zwei in einer Hülle. Mensch, Leute, hier ist ja was los. Hier sind zwei Platten in einer Hülle. Ah, zwei Tütchen. Zwei Tütchen. Sehen wir noch relativ gut aus. Oh ja, die sind, naja gut, bei Fettfinger, aber ansonsten. Von den Fettfinger abgesehen, war brav, nicht? Jetzt spuckst du gleich drauf, du. Ja. Die hab ich, glaube ich, für 15 hat er mir die gegeben, hat er bloß ein bisschen was runtergelassen, aber immerhin. Oh, fantastisch sieht die aus, ganz fantastisch. Hab ich also wieder ein paar Kleinigkeiten heute gekriegt. Ein paar Kleine hat er mich ja schon eingeladen. Gibt es einen Dresdner Pferderennbahn am 11. Nochmal Flohmarkt, da kommt er hin, hat er gesagt, jede LP 1 Euro und Single für 20 Cent. Jetzt bin ich ja natürlich am Überlegen, da muss ich ja erstmal gucken, was meine Flohmarktkasse, ich habe noch was übrig, ich muss ja erstmal Kassensturz machen. Ich muss erstmal Kassensturz machen, ob ich überhaupt noch was übrig habe. Ja, meine Lieben. Ja, also ein bisschen was hab ich bloß geholt. Es gab leider nicht viel heute, aber eben ein bisschen was hab ich nur doch wieder gekriegt. Ja, meine Lieben.
Lieben, da soll es das mit den Flohmarkt-Schnäppchen mal wieder gewesen sein. Ja, könnt ihr mal schreiben, ob was für euch dabei war. Ja, oder was ihr vielleicht auch mal als Schnäppchen erstanden habt oder so. Das würde mich freuen. Ja, freue mich natürlich immer. Däumchen hoch. Wie gesagt, nette, konstruktive Kommentare, neue Abonnenten. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, ob ich doch nie wieder stehen kann, noch mal im Flohmarkt zu rennen. Nicht Thema Pferderennbahn oder mal Schallplatten holen. Ah, da macht die Glocke ein, meine Lieben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage wie immer bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Heinz.